Hallo und herzlich willkommen, meine Ladies and Gentlemen. Ich habe hier ein kleines Paketchen zugeschickt bekommen, und zwar von Aukay wieder. Und zwar ist es die Aukay Aura Lamp. Und ja, das kleine Baby hier hat mich persönlich mega, mega, mega überzeugt. Deswegen mache ich auch das Video hier. Und ihr kennt das ja, ich habe das hier übrigens auch. Um meine Kamera herum ist so dieser typische LED-Ring. Und im Grunde genommen, genau das ist die Aukay Aura Lamp. Ich kann den Karton jetzt schon mal hier auf die Seite packen, denn ich habe die Lampe ja hier schon angeschlossen. So sieht das Ganze aus. Also ihr habt hier quasi so einen schönen Ring, ist jetzt hier quasi innen drin dann so, ja, mit LED. Hier unten steht halt einmal schön Aukay drauf, hinten habt ihr quasi ganz normal Stromanschluss und unten der Fuß ist schön so mit Grip, dass man da auch schön was dann hinstellen kann. So, User Manual habt ihr natürlich auch noch hier mit dabei, und für viele Leute, die fragen ja immer wieder hier, CE ist natürlich auch drauf, wobei ihr wisst natürlich, CE ist kein Prüfsiegel, CE heißt einfach nur, dass der Hersteller, das vergibt der Hersteller, CE ist nicht irgendwie, da ist keine Instanz, die prüft irgendwas, sondern CE ist einfach nur vom Hersteller selbst vergeben, als eine Art Versprechen, dass gewisse Regularien eingehalten werden. Ne? Aber es ist drauf. Für die Leute, die es halt beruhigt, glaube ich. Ne? Es ist drauf. Und dann haben wir hier natürlich verschiedene Sprachen. Englisch, Deutsch, Französisch, Spanisch, Italienisch. Hier stehen quasi verschiedene Sachen drauf. Ihr habt auch eine Fernbedienung mit dabei. Ne? Nachteil hierbei, Batterien waren jetzt hier nicht dabei. Braucht ihr zweimal AAA-Batterien. Ist aber im Grunde genommen, also die hat, entweder hatte jeder von euch mal zu Hause rumfliegen, ich mache das hier mal so ein bisschen beiseite, entweder hatte jeder mal zu Hause rumfliegen oder man holt sie sich halt eben für ein Appel und ein Ei noch dazu. Genau, hier ist halt alles so ein bisschen beschrieben, in verschiedenen Seiten, wie man das hinstellen kann und. Ich benutze diese Dinger hier nie. Ich gucke quasi einfach immer so direkt, was kann das Ding. Also, gesagt, getan, ich habe quasi das Batterien hier reingemacht, habe das hier in den Strom reingepackt und einfach mal diesen hier gemacht. Klick. Ja, einfach hier quasi auf den Einschalter einmal drauf gedrückt, und das ist das erste Bild, was uns jetzt hier eben erscheint. Mutet mal ganz kurz den Sound, falls ihr so ein Echo Dot zu Hause stehen habt. Ja, okay. Habt ihr? Super. Alexa, schalte Studio aus. Ach, so. Ich mache hier oben die Lichter auch noch aus. So. Jetzt haben wir im Grunde genommen nur noch hier vor mir so ein bisschen Licht und halt eben das hier. Das könnte ich ja vielleicht jetzt auch hier schön so in die Mitte packen. Dann können wir uns das Ganze mal so ein bisschen... Entschuldigung, natürlich, dass ich nicht das Mikrofon... So, dann können wir uns das Ganze so hier mal ein bisschen gechillter angucken. So, ne? Also, das ist so das Licht, was ich jetzt hier mitmachen kann. Und ich finde, das ist ein hammergeiles Licht. Ja, also so von der Optik her gefällt mir... Richtig, richtig gut. So, und jetzt gibt es hier verschiedene Sachen, was wir machen können. Ich kann jetzt hier nach links und rechts, ach genau, da macht er immer nur rot, so, kann ich hier verschiedene Farben mit hoch und runter, ändere ich jetzt einfach die Farbe. Dann haben wir so grün, blau, orange, gelbmäßig, babyblau, pink, würde ich sagen, und dann wieder hier normal. So, können wir hier natürlich auch noch das Ganze dimmen in verschiedenen Dings. Ich glaube, die Farben erkennt ihr eher, wenn das so gedimmter ist. Ne? Dann erkennt man eher die Farben, welche das sind, glaube ich. Ja, finde ich auf jeden Fall ganz cool. So, das ist das Hellste. So. Dann gibt es hier natürlich noch die Möglichkeit, in der Mitte einfach auf Mode zu klicken. Also, da kann man verschiedene Sachen. So, klicken wir einmal auf Mode drauf. So. Und das finde ich eigentlich auch schon mal ganz cool. Das hat so einen Knight Rider-Effekt. Ja? Erkennt ihr das so komplett? Also, es ist halt hier quasi, ne? Dreht sich immer wieder im Kreis und baut hier quasi immer mehr... obendrauf, bis das Ding hier voll ist. So, nächstes. Ist jetzt hier rot und pulsiert so ein bisschen rot. Ja, okay. Kann man auch machen. Nochmal. Dann haben wir hier quasi auch so ein Rot, so ein bisschen Knight Rider Kit mäßig. Nochmal drauf. Jetzt haben wir dasselbe in einer anderen Farbe. So, und das finde ich, das ist das, was ich hier richtig geil finde. So ein buntes Kreisen von verschiedenen Farben. Finde ich persönlich ziemlich geil. Hier lässt sich, glaube ich, die Farbe kann man so ein bisschen verfolgen. Ne? Also das ist ziemlich geil. Ich hoffe, man erkennt auf der Aufnahme so die Farbe. Das wäre relativ schade, wenn man das nicht so erkennt. Aber ich finde das relativ geil. Also wenn man sich das hier mal so anguckt, die Farben, ich finde es geil. Ja? So, klicken wir nochmal drauf. Dann haben wir hier ja, so kleinere Dinger. Abstände mit zwischendurch mal frei, glaube ich. So. Und jetzt sind wir wieder bei diesem Einzelfarbmodus. So, jetzt fängt er wieder von vorne an. Dann gibt es hier noch MEM.
Damit können wir im Grunde genommen, ich glaube, verschiedene Dinge speichern. Ja. Mit Z können wir auch verschiedene Dinge speichern. Jetzt können wir hier noch auf Auto drücken. Dann macht er einfach hier so verschiedene Auto-Modes. So. Gibt es hier auch so mit dem Farbwechselmodus. Aber das hier ist natürlich einer meiner Favoriten. Dieses bunte hier. Ich finde das richtig, richtig cool. Ich guck mal, warte mal, wirkt das eventuell nochmal anders, wenn ich hinter mir die Beleuchtung auch noch ausmache? Jetzt haben wir wirklich nur noch das hier an und die Lampe hinter der Kamera. Wobei die Kameralampe, die macht glaube ich nicht so viel, oder? So viel Licht macht die jetzt auch nicht. Aber ich glaube, jetzt kann man so mal so ein bisschen erkennen. Also ich finde das, ehrlich gesagt, sehr, sehr, sehr geil. Ja. Jetzt kann man hier auch noch den Mode hin und her switchen. Aber wie gesagt, das hier ist mein Favorit. Weil das finde ich einfach geil. So. Aber ist halt so eine kleine Spielerei, sag ich mal. Ich meine, man kann es einfach nur in einer Farbe leuchten lassen oder man macht hier eben solche Effekte. Aber in jedem Fall, ich sag mal, wenn man das Ganze jetzt einfach mal hier so ganz normal beleuchtet, so als für die Mädels, so zum Schminken, wenn man hier so einen Spiegel in der Mitte macht, ich glaube, das ist richtig, richtig cool. Und ich sag mal, wenn ich das jetzt hier so um die Kamera drum mache, ja, dieser typische Effekt dann in den Augen, weiß nicht, kann man das hier so sehen, aber ich finde das, dieser Ringlichteffekt, den finde ich hier ziemlich cool und das kann man hiermit ganz schön machen, dass man das einfach so um seine Kamera drum rumstellt oder die Kamera dann hier so in die Mitte stellt, ja, oder auch für Produktfotografie, also wenn ihr so für Produktaufnahmen, so ein Ringlicht einfach so drumrum, ist eine schöne Sache, ja. Und mit den Farben kannst du natürlich dann noch so ein bisschen Effekte mäßig reinbringen. Und also ich finde, das ist auf jeden Fall eine richtig coole Lampe. Ich wollte sie euch einfach mal vorstellen für die Leute, die es interessiert. Und ja, Link ist auf jeden Fall unten in der Videobeschreibung zu AOK. Und in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir mal ein Däumchen nach oben da. Schreibt gerne in die Kommentare rein, was ihr von diesem Lämpchen hier haltet. Und ich würde mich freuen, wenn ihr natürlich den Kanal abonniert, weil abonnieren und Glocke aktivieren, da zahlt ihr nichts für, das ist kostenlos auf YouTube, aber ihr könnt mich damit mega supporten. Und in diesem Sinne, ich hoffe, euch hat das Video gefallen, haut da rein, bis zum nächsten Mal.